Willkommen zu einer neuen Episode von The Wind Waker HD. Es ist immer noch bei mir nicht aktuell der... Der Strike von YouTube runter. Und, oh scheiße, ich muss ja den Rücken angreifen. Na, ich Idiot. Das heißt, ich habe immer noch nicht, obwohl ich es anders machen könnte, die anderen Videos hochgeladen von Wind Waker. Was auch dafür heißt, dass ich locker bis zu den Sommerferien... Nein! Oh, okay, das war knapp. Bis zu den Sommerferien noch Wind Waker-Videos habe. Dementsprechend habe ich momentan, also aktuell, wir haben jetzt gerade den 19.04. bei mir. Und jetzt wahrscheinlich bei euch, die Sommerferien. Aber ich habe momentan bei mir jetzt 0... Wo habe ich überhaupt meine... Wo ist überhaupt mein Freund? Ich habe 0 irgendwie Videos für jetzt, für euch. Okay, ich lasse einfach mal los. Ah, ich bin halb tot. Guck, ich habe nur ein Viertel Herz verloren. Was ist das denn? Okay, ich habe keine Energie. Das ist natürlich sehr praktisch. Habe ich überhaupt einen Schlüssel? Nö, ich habe nur Schlüssel. Da unten sehe ich es. Ja, Energie. Ich brauche eine größere Energiebalken. Ich glaube, wenn ich hier draußen bin... Ja. Werde ich erstmal zu diesem Laden wieder gehen, da werde ich mir ein paar Sachen kaufen. Weil ich glaube, da kann man ein Herz halt kaufen. Ich habe gerade mal das 10. Herz. Ich hätte locker jetzt... Wir sind fast am Ende des Spiels angekommen. So, ich muss erstmal gucken, wo wir gelandet sind, wo ich noch nicht alles war. War ich hier schon? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Oh, oh, oh. Das sieht natürlich hier praktisch aus. Ha, 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 ha. So, der ist tot. Hm. Die haben hier auch keine Energie, oder? Sieht so aus? Nee, aber... Na! Ah! Fass mich nicht, fass mich nicht. Geh weg von mir. Okay, ist auch tot. Bekommen die jetzt irgendwie Energie? Eingeflößt oder so? Ah! Sieht nicht so aus. Kann ich auf jeden Fall greifen und bewegen. Hm. Ah, ich muss da hinten wieder raus. Ja, okay, das verstehe ich. Das sehe ich ein, aber ich muss hier natürlich... Natürlich muss ich den austricksen, war ja klar. Ich muss Slalom laufen, Baby. Komm. Die Dinger, ich verstehe nicht, warum... Ist diese Bewegung so necessary? Das verstehe ich nicht. Okay, da. Und ich habe auch aktuell alle Klausuren jetzt fertig und alle wiederbekommen. Ich bin mit der Rückgabe eigentlich... Ich habe mich in so gut wie allen Fächern verschlechtert. Ich habe mich nur in 2 verbessert. Ich habe mich in Chemie von der 2- auf der 3+ verschlechtert. Das ist eigentlich so das geringste Problem gewesen. Von in Pädagogik von der 2 auf eine 3+. Das ist eigentlich so der größte. Von der... Ach genau, von in Englisch von der 4 auf eine 4+ habe ich mich verbessert. Ich meine, die Steigerungen sind ja immer klein, ne? Dann habe ich mich von Mathe von der 3 auf eine 2, ist eigentlich schon eine gigantische Verbesserung. Dann von in Latein von der 3 auf eine 3+, auch eine bessere Verbesserung. Ah, okay. Was bringt es mir? Ah, hier ist eine Truhe. Hoffentlich hätte ich einen Schlüssel. Ja, in, was hatte ich noch? Deutsch? Ach genau, in Deutsch habe ich, ich habe mich eigentlich fast überall verbessert. Ne? Ich könnte, die Fächer, die ich schlechter geschrieben habe, oh, kann wieder hoch. Ja, okay, auf einmal fällt die auf. Die schlechter geschrieben habe, Pädagogik und Chemie, kann ich locker wieder besser schreiben. Das sind so die einfachsten Fächer, einfachsten Klausuren. LK-Klausur, Pädagogik ist einfach, Chemie-Klausur ist eigentlich einfach, kann ich. Mathe ist so das Schwierigste, Latein, Englisch, Deutsch. Was noch? Ja, das sind so die schwierigsten auf jeden Fall. Aber eigentlich sind alle machbar, so vom Stoff her. Deutsch, einfach, wir haben jetzt, glaube ich, eine Gedichtsanalyse, da kann man möglichst viel interpretieren, eigentlich machbar. Mathe jetzt, Analysis, Thema Integralrechnung, wird wahrscheinlich auch so ein bisschen so lala sein bei mir. Oft wahrscheinlich so Ordnungsfehler, wie ich was falsch aufschreibe, ist immer so bei mir. LK auch. Deutsch, Problem, wird auf jeden Fall da sein. Weniger da sein. Englisch? 4+, war das schon die schlechteste Klausur? Kommt jetzt ein Boss? Oh, ne, sieht nicht so aus. Oh, hahaha, lustig, ne? Hahaha.
Big Day. Ach du Scheiße. Moment, 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 Moment. Ups. Haha. Komm, fit. Kannst du mal bitte jetzt. Ja, jetzt aber kein Problem. Bist du nicht tot, ne? Ha! Warum so. Warum. Ich verstehe nicht, warum ich immer alle. Ja. Warum ich immer alle hin und her anvisiere? Was ist denn los? Aha. Ah, Bastard, komm her. Kommt her, ihr Vögel. Ihr kleinen Möchtegern-Hoos. Ist er tot? Okay, der ist tot. Was ist das jetzt? Das gibt's doch nicht. Wo der fette Big Boss so irgendwie tot ist, ist er. Mhm. Er wird tot. Ich finde das Anvisieren irgendwie komisch. Kann ich nicht. Kannst du mal bitte irgendwie da? Da, du toter Bastard. Immer noch nicht tot. Ich hab dich doch anvisiert, du. Jetzt ist er tot. Ah, jetzt kommt auch eine Truhe. Ich verstehe. Und das ist auch noch eine. Das ist schon die Endboss-Truhe? Echt? Schon so weit? Digga, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich war auch gar nicht so lang. Wo ist eigentlich überhaupt mein Junior-Freund? Hm, achso, der Enterhaken. Okay, jetzt verstehe ich. War noch für die Endboss-Truhe. Gut, aber wenigstens habe ich das neues Item. Den muss ich nur auswählen. Ich muss zugeben, ich bin schon sehr weit, was das Spiel angeht. Also denke ich auf jeden Fall. Ah, ich muss also. Ich muss einen Enterhaken woanders hinsetzen. Auf jeden Fall, die Sachen, womit man ziehen muss, am besten beim Game Pro Controller auf die Bumper. Ah. Perfekto. Jetzt muss ich einen Hammer rausballern, ne? Okay, Hammer, komm raus. Ich brauch dich ja schon, ist ja gut. Boom! Okay, Enterhaken verwendet, alles andere auch ready. Das heißt, wir können weitergehen und gucken, was wir so alles finden machen können. Ich habe auch neuerdings jetzt auch auch mit einem Jahr jetzt Unterschied. Ich habe am 18. März habe ich selber das Twilight Princess bekommen, also nach dem Urlaub aus der Nordsee. Und habe einen Monat später das irgendwie richtig angefangen zu spielen, also jetzt momentan bei mir. Komm her, du Bastard. Boom! Kannst du bitte. Oh, das geht sogar echt. Geht er hier noch nicht? Wo ist überhaupt mein Freund? Ah, hier kann ich mit dem Hintergrund hochgraben. Aber wo ist überhaupt mein Baby? Items-Karte. Ist der Erdgeschoss? Der ist da oben. Was macht der da oben, Mann? Komm mal hoch. Komm mal runter. Moment, kann ich das irgendwie. Mal gucken, ob ich ihn so kontrollieren kann. Ist er vielleicht in der Nähe? Hallo? Ich nenne ihn einfach mal Jerry. Jerry! Da, der ist sogar da! Achso, der war gefangen. Ich verstehe. Ah, okay, der war schon. Der war sicher hier. Okay, das ist gut. Dann ist gut. Oh, ich find den so süß. Der ist so knuffig. Der ist so knuffig. Okay, zurück. Okay, gut. Dann geht's weiter auf die Suche. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch ein. Das wird ja eigentlich so mein. Bei Twilight Princess. Ein erster richtiger. Den ich auch wahrnehme, versucht. Beim Durchspielen, ja. Jetzt nicht so wie bei Oblivion. Ich habe einfach mal gespielt, wusste nicht, was da geht. Sondern wo ich auch richtig checke. Das Twilight Princess. Ich habe als Kind das auch schon mal gespielt. Mit 8 Jahren ungefähr. Das war. Ich weiß nicht mehr, ob es die Gamecube-Version war. Die ist auf jeden Fall jetzt aktuell. Also heutzutage teuer. Richtig fett teuer. Aber da ich jetzt noch nicht. Da ich eigentlich so wenig Wii-Spiele verkauft habe, wie es eigentlich. Hallo? Was war das denn? Ich habe eigentlich recht wenig Wii-Spiele verkauft, deswegen denke ich mal, das war doch die GameCube-Version.
Und dass ich die Gamecube, sondern an irgendwelche Verwandte wieder. Ich hasse. Meine Mutter hat einfach damals von meiner Schwester den N64, das war unser allererster. Wir hatten nachdem, glaube ich, noch drei, zwei, die ich mir nachgekauft habe. Ich hatte mal mit meinem Ostergeld habe ich mir den N64 gekauft. Das fand ich toll. War wieder ein schönes Erlebnis, so für ein Jahr. Okay, es war eine. Kann ich irgendwie. Wohin kann ich jetzt? Hallo? Kann ich jetzt irgendwie. Nein! Komm bitte hoch. Ja, ich müsste jetzt nur noch finden, wo ich als nächstes hin kann, meine Freunde. Muss ich jetzt fliegen oder was? Okay, fliegen! Das finde ich auch wieder so interessant. Ich bin einfach so ein Typ, der sich einfach freut, wenn ich was checke, weil ich habe damals immer gedacht, ich bin zu dumm für Skyward Sword. Ja, ich check das sowieso nicht. Die ersten Dungeons habe ich auch nur mit, glaube ich, Internethilfe gefunden. Aber jetzt läuft das alles. Man hat so die ganzen Grundprinzipien von den Sachen drauf. Und, oh, was ist da drin? Der Kompass! Gut, alle Schätze gibt's hier. Moment, ich gehe mal kurz auf die Karte. Auf jeden Fall gibt es in der Höhe eine Truhe. Dort sehe ich. Aber ich sehe die Truhe nicht. Gut, dann gehe ich mal nochmal auf Items. Brauche die scheiß fetten Dinger hier. So. Dementsprechend freue ich mich auch nach diesem Glücksgefühl auf weitere Spiele. Da ich ja nicht die Möglichkeit hatte. Okay. Nicht Möglichkeit hatte als Kind so die ganzen Zelda-Spiele zu spielen. Warte ich eigentlich noch so. Ich habe mir wirklich die zwei aktuellsten für die Wii. Remakes gekauft, Twilight Princess und Wind Waker, die ich jetzt auch durchspielen werde. Skyward Sword habe ich auch, damit habe ich auch die aktuellsten Spiele wahrscheinlich. Wind Waker, natürlich ausgenommen mit den DS-Teilen. Also ich glaube, der aktuellste von den Game Boy, also von den älteren Handhelds, ist auch Minish Cap. Aber da ich auch, glaube ich, kein Game Boy habe bis jetzt. Ich muss auf jeden Fall nochmal ein Gameboy nachkaufen. Das muss ich jetzt wohl machen. Obwohl ich mir auch direkt ein. Ich weiß nicht, ob man auf ein 3. Yes! Verdammt, du Scheiße, komm her, du Bastard. Mann, ein Linkskauf. Spielen. Gameboy-Spiele spielen kann. Ich weiß nur, dass man auf dem DS keine Gameboy Color-Spiele spielen kann. So, komm her. Da bin ich mir schon mal sicher. Habe ich mal ausprobiert, ging nicht. Aber auf dem Gameboy Advance kann man das machen. Okay, muss ich da irgendwie jetzt. Das sieht doch verlockend aus. Oh. Ja, das ist irgendwie viel zu verlockend. Hallo? It's no matter if you're black or white. Okay, anscheinend kann ich hier noch nichts machen. Dann muss ich jetzt irgendwie. Kann ich? Kann ich mich da. Moment, ich kann ich mich da erstmal festhalten? Muss ich mal gucken. Hey, der Freund Lapscher! Ja, und jetzt? Die Steinstatue, den Ausgang versperrt, sieht furchtbar schwer aus. Um sie zu fliegen können, musstest du schon so schwer wie ein Dekobaum sein. Wenn du doch der Dekobaum hier wäre. Muss ich jetzt nicht hertragen, oder was? So weit reicht das wahrscheinlich nicht aus. Kann ich da irgendwo. Vielleicht ab. Da hoch. Moment, das könnte wahrscheinlich funktionieren. Moment, muss ich mal. Erstmal vielleicht auch da geht's wahrscheinlich nicht. Rüberfliegen. Moment. Was passiert denn, wenn ich da. Oh. Oh, das ist natürlich. Ist natürlich jetzt irgendwie belastend, wenn ich jetzt irgendwie. Okay, dann versuche ich mal irgendwie so. Kurz da hoch. Nehme ich hoch. Du kleiner. Komm her, du kleiner Bastard. Ja, habe ich doch. Ne? So. Hast verdient. Kleiner Schwanzkopf. Warte, bin ich hier wieder am Ausgang? Das kann sein, ne? Ja, ja, hier bin ich reingekommen. Ah, kleiner Hu. Mehr sage ich nicht zu diesem Wort. Ich könnte natürlich es höher versuchen. Okay, das sieht nicht so praktisch aus. Was ich hier irgendwie.
cool fände, wenn ich mich an den Dingern da dann auch festhalten könnte, wie bei Skyward Sword. Weil dann hängst du an den Dingern fest. Kann man das auch machen? Man kann sich einfach nur... Du musst mal loslassen. Moment, ich will mal kurz lesen. Vielleicht geht das ja doch. Du kannst ihn festhalten... du kannst ihn festhaken und dich heranziehen. Halte den Knopf auf dem L gedrückt. Ziele mit Hilfe... Halte den Knopf, auf dem er liegt, gedrückt. Ziele mit Hilfe von R und lasse den Knopf los, um den Enterhaken abzufeuern. Okay, also nichts mit... Ich bleib dran, du kleiner Bastard. Komm her. Oh, ich habe noch daneben geballert. Oh, schon wieder daneben geballert. Ja, ja, ja. Ich bin doch voll durchgekommen. Jetzt. Kleiner Bastard, komm. Ja. Für mich entpuppt sich hier momentan keine mögliche... wie ich darüber kommen kann. Soll ich jetzt einen Dekobomb hier hinholen oder was? Warum entpuppt sich ja alles gegen mich aus? Ist doch nicht. Ich hab nur eine Truhe vergessen. Was hat der jetzt wieder zu tun hier? Boom, 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 boom. I got you in my room. Ja, hier hätte ich sammeln können, ne? Ja, ja, ja. Okay, ich kieke mal kurz, wo das hier also nochmal hinführt, diese Scheiße hier. Ich hoffe irgendwo hin, weil ich habe keinen Bock irgendwie. Ja, es führt irgendwo hin. Okay. Warte, sogar hoch? Es führt sogar hier hin. Mutter Maria! Wie bin ich nur zu diesem... gekommen bin. Ach so, okay, jetzt verstehe ich, wie ich da gekommen bin. Okay, da kann ich ja wenigstens hier nochmal gucken. Ich bin noch nicht mal ganz oben. Ganz oben muss ich nochmal, aber wie komme ich da hin? Erstmal, da will ich hin, ne? Aber ich finde es schon interessant, was passiert, wenn ich sehe, was passiert wäre, wenn ich... Na! Oh, Mutter, ey. Gut, dann fliege ich mal kurz rüber. Will ich mal kurz was. Ja, ja, ich will. Ja, ich verstehe es, ja. Na, ich muss bomben. Bomben, bomben. Oder ich gehe erstmal durch, ne? Ja. Ey, das ist doch da, wo ich. Hier war ich doch schon, oder nicht? Was ist denn los mit dir? Ah! Ich weiß doch schon überall, Mann. Okay, das heißt, experimentiere. Mal gucken, was ich so machen kann hier. Okay, dann beende ich mal den Part hier an dieser Stelle und werde mich mal so umgucken. Und dann, wenn ich was finde, was so mich... Oh, shit. Was mich so weiterbringen kann. Diese Dinger, die nerven echt... So fetten Schwabbeltitten. Hallo? Oh Mann. Okay, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich am Arsch. Ach nö, das ist mir jetzt viel zu blöd. Das ist mir jetzt ungeheuerlich. Ja, ihr könnt mich auch mal. Lass mich in Ruhe. Lass mich in... Lass mich! Ich will gehen! Lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen. Über London, Paris und Athen. Gut. Okay, zum Schluss mal überprüfe ich nochmal, was genau hier passiert, ne? Aber dann geht das nicht, dann muss ich mal in eine Höhe, okay. Von mir aus. So. Okay. Na, Link, mach jetzt keinen Scheiß! Bete dich. Okay. Probier's und was passiert? Hm. Okay. Das hat sich gelohnt, oder? Ja, das hat sich gelohnt. Okay, bis dahin und tschüss zum